Hallo zusammen. Und wie versprochen, heute geht's um Birkenpoerling-Tee-Zubereitung. Wir brauchen Birkenpoerling. Den finden wir im Wald auf dem Birke oder sozusagen auf dem Totemholz vom Birke, diese Birkenpoerling, und von dem werden wir Tee zubereiten. Wichtig auch wissen, ob Sie richtige Pilze dazu holen. Wann Sie sind vielleicht doch nicht so sicher. In jedem Fall werde ich Ihnen empfehlen, einen Kontakt mit dem Pilzsachverständigen dazu holen. Und wenn Sie sicher, dann dürfen Sie loslegen. Wichtig ist, das richtige Pilz in richtige Größe, in richtige Zustand, damit er auch gesund ist, frisch von diesem Jahr. Birkenpoerling am meisten kommt vor im Zeitraum oder am meisten wächst er vom September bis Dezember. In dieser Zeit kann man den auch gut holen. Er soll gesund aussehen, er vom oben, er sieht braun aus und von unteren Seite, er hat so leicht milchliche Farbe. Wir machen den Birkenpoerling sauber und dann schneiden wir den in kleine Stückchen. Er ist sehr schwer zu durchschneiden und mit ganz scharfem Messer. Sie werden schon merken, er ist so wie gummiartig und lässt sich schon ein bisschen schwer schneiden. Er hat auch so leichte pilzliche Aroma. Beim Zuschneiden werden wir das besonders merken. Und wir holen die besten Stücke. Wir können sie auch schon zubereiten zum Trocknen. Aber heute wir machen wir Tee und deshalb schneiden ganz fein. So ungefähr ein gehäufter Löffel von diesem Pilzpoerling. Und zum Tee zubereiten, wir brauchen dann 300 ml Wasser. Dieser gehäufte Esslöffel Poerling kommt ins Topf rein. Hitzen wir auf, bis richtig gut kocht auf, Stufe 9. Und dann langsam reduzieren wir auf die niedrige Stufe. Ich lasse den Pilz Birkenpoerling jetzt so 20 bis 30 Minuten köcheln lassen und dann entsteht so leichte, brühende Farbe. Das ist dann dieser konzentrierte Tee vom Birkenpoerling. Den werden wir gut abgießen, damit die groben Substanzen nicht mitkommen. Wie Sie sehen, das entsteht so bräunliche Farbe. Vom Geschmack ist ziemlich bitter. Und damit wir für unsere Gesundheit was gut möchten machen, weil Tee ist empfehlenswert bei grippalen Infekten anzunehmen oder bei ersten Symptomen, dann nimmt man zu sich 2 Esslöffel dreimal am Tag. Weil Geschmack ist sehr bitter, macht man dazu, ich zum Beispiel gerne mache ich dazu den Apfeltee. Interesse zur Zubereitung Apfeltee kann ich mir Ihnen auch ein Video aufnehmen, bleiben Sie dabei. Und dann ist das richtige Tee quasi für unsere Gesundheit. Rest, wir schließen in Glas und das kann man aufbewahren bis 2 Tage im Kühlschrank und dann nehmen wir zu sich 3-mal am Tag diese Dosis. Das ist prophylaktisch bei grippalen Infekten oder bei ersten Erkältungssymptomen und hat auch sehr gute Wirkung bei Magen-Darm-Problemen und bringt dann die Linderung bei langjährigen Beschwerden. Aber bitte dabei achten, richtige Pilze holen, bleiben Sie dabei, bleiben Sie gesund und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie bitte in den Kommentaren. Und das Wichtige ist wirklich, die richtigen Pilze sammeln, die richtig sie anwenden. Ich werde Ihnen noch auch Video zusammenstellen, wie den Birkenpoerling kann man auch trocknen und gut aufbewahren über ein ganzes Jahr, weil Sie kriegen den nur im Herbst. Alles Gute Ihnen, bleiben Sie gesund und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie bitte in Kommentare oder Ihre Erfahrungen, die würden mich auch interessieren. Und ich sage Ihnen Tschüss, bis zum nächsten Mal.